ich bin die Christel, ich komme aus Kärnten und ich bin jetzt die dritte Saison Reiseleiterin hier im Feriendorf. Heute haben wir die Tour gemacht, die eigentlich die beste Einsteigertour ist, wenn man auf Korsika ankommt. Das ist eine Tour, eine Panoramafahrt durch die Bergdörfer. Die heißen so, weil sie im Hinterland von Calvi, also ganz hoch oben am Felsen liegen, wie Adlerhorste oben am Felsen. Und das Interessante dieser Bergdörfer ist, dass man also eintaucht in die korsische Geschichte. Wir haben heute drei Stationen gemacht, drei Stops. Ich habe bei dem ersten Monte Maggiore habe ich gezeigt, der Balkon der Balagne, die haben alle einen wunderbaren Ausblick auf die Küste hinunter. Dann sind wir in einem typischen Wehrdorf gewesen, San Antonino. Das ist eines der berühmtesten Dörfer hier, hat auch die Auszeichnung, also eines der schönsten Dörfer Frankreichs bekommen. Ja, und dort haben wir gesehen, wie die Leute im Mittelalter gewohnt haben und das ist auch heute noch so. Also das Dorf ist wunderschön renoviert, aber nichts Neues dazugebaut, also wirklich so belassen, wie es sein muss. Deshalb hat es auch diese Auszeichnung bekommen. Ja, und diese Dörfer leben heute wieder über das Kunsthandwerk, über den Tourismus praktisch. Und unsere dritte Station war in Pigna. Pigna ist bekannt für die Renaissance der korsischen Polyphonie, ist heute der Hauptort der korsischen Polyphonie. Da ist auch ein Auditorium gebaut worden. Ja, und von dort hat also diese Polyphonie wieder einen Ausgang gefunden in den 1970er Jahren, als der Tourismus in Korsika losging. Und über den Tourismus haben sich diese Sänger, das sind ja alte Traditionen, die seit immer, also Hirtenlieder, religiöse Lieder, die seit immer praktiziert wurden in Korsika. Ja, diese Lieder sind also heute wieder für Touristen praktisch möglich und diese Gruppen leben auch wieder davon. Also die Zielgruppe ist bei dieser Tour recht breit gefächert, denn es können Familien mitfahren, auch ältere Gäste, Gäste, die nicht so gut wandern, weil es ist halt doch eine reine Bustour. Man geht nur auf die Aussichtspunkte und dann kann man auch sehr wohl also in der Nähe des Busses bleiben und auf eigene Faust ein bisschen die Tour erkunden, den Ort erkunden. Ich gehe immer bis zum Aussichtspunkt mit den Gästen, damit wir also wirklich sehen, wie diese Dörfer aufgebaut sind. Also wirklich auf den Felsen hinaufgeklebt praktisch. Oh,